Herzlich willkommen, liebe Topfgucker. Wir möchten heute über die Auflösung unseres letzten Rätsels sprechen. Vielen Dank für die vielen Zuschriften, für interessante Tipps, für Gewichte, die weit weg waren, 500 Kilo, oder die sehr nah heran waren, wie der halbe Elefant von Jule. Wir schauen mal. Ich erkläre es vielleicht. Und zwar, das Becken hat 2000 Liter. 2000 Liter, Mathematik, 2 Tonnen. Haben viele geahnt, wo man sich absolut verschätzt, das ist das Glas. Das Glas als solches wiegt ebenfalls insgesamt 2 Tonnen. Wir haben das Aquarium hier drin zusammengebaut, weil es ließe sich wirklich bloß in den Scheiben transportieren. Ja, also, es wiegt 4 Tonnen und wir haben uns entschieden, dass wir diejenigen, die der Sache am nächsten kommen, alle in den Lostopf werfen. Nun sind sie gespannt und gewinnen ein wunderbares Fischgericht in der Linde für 2 Personen. Haben Sie mal eine Idee oder einen Wunsch, was ich Ihnen gerne vor der Kamera zubereiten soll? Ob Fisch, Fleisch, Geflügel oder was Ihnen einfällt vom Rind oder? Schicken Sie es einfach zu und ich werde mir Mühe geben, für Sie ein schönes Rezept zu entwickeln, was Sie dann gern zu Hause nachkochen können. Ihr Frank Kliemann. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de.